Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Innerhalb der Turkey Day Traditions haben wir das nächste Backyard Game, das 13. auf dem Zettel stehen. Over the telephone line. The kids now have the ball back and the score is 17 to 16 in their favor. They think they have this game in the bag, but you have other plans. The kids only need to reach the telephone pole to make a field goal. Don't let them get there. Okay, wir haben eine, die... Unsere Kids führen mit 17 zu 16 und wir sollen jetzt verhindern, dass sie in dem Glauben, sie haben das Spiel schon im Sack, hier nochmal ein Field Goal erzielen können. Und da sollen wir sie von abhalten, das heißt, wir dürfen jetzt in dem Drive, in dem sie den Ball haben, maximal 25 Yards erzielen. Und das müssen wir verhindern. Das heißt natürlich, das wird, wir haben mal gesehen, wo sie die Stärken haben, als wir sie selbst gespielt haben. Das heißt, bei Läufen über die Außen. Da möchte ich da versuchen natürlich anzusetzen, dass wir sie vielleicht schon, wenn wir die Möglichkeit bekommen zu blitzen, im Backfield tackeln können, damit sich hier gar kein Spielzug in irgendeiner Form entfalten kann. Ja, don't let the kids get 25 yards or more on this drive. Also, das ist eine eindeutige Aufgabe. Noch sind sie gleich groß, da hinten sieht man sie noch. Gleich, wenn sie dann in der Aufstellung stehen, sind sie wieder geschrumpft. So herrlich. So. An der 40-Yard-Linie haben die Kids den ersten Versuch und 10. Perfekt, under smoke, wir blitzen. Das heißt, ich schicke hier jetzt gleich direkt meine Linebacker durch die O-Line der Kids. In Richtung Quarterback, Lauf wunderbar. Perfekt, direkt im Backfield getackelt. So muss das gehen, Tackle for Loss, zweiter Versuch und 13. Wir bleiben beim Blitzen. Mike will Blitz. Das heißt, der eine Linebacker stößt jetzt gleich vor und versucht ins Backfield der Kids zu gelangen. Dean geht in Motion. Ja, mit dem Passen ist es schwer. Auch er hat jetzt genau den blitzenden Linebacker angeworfen. Ist halt blöd, wenn da auf einmal jemand vor dir steht, der da mal so groß ist wie man selbst. So, und schon haben wir einen dritten Versuch. Wir gehen in eine Cover 3. Das heißt, wir verteidigen hier jetzt die Line, die First Goal Markierung. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich versuchen, die auf den Quarterback auszuüben. Dritter und 13. Ja, leider zu hoch geworfen. Ein bekanntes Problem bei der Größe. So, vierter Versuch und 13 und sie haben eine knappe Führung. Da werden sie jetzt punten. So, jetzt kommt der Return, aber der zählt eigentlich schon gar nicht mehr zur Challenge mit dazu, weil wir haben es ja geschafft. Das war's. Die Kids kamen nicht gepunktet und wir können hoffentlich nochmal zurückschlagen. Bis dann, ciao.